Wobei, ist hier hinten überhaupt was? Nee, ich glaube nicht. Man kann zwar nicht schaden, mal trotzdem zurückzugehen, einfach um zu gucken, ob vielleicht da doch noch was ist. Vor allen Dingen wegen diesen Kelchen. Ja, okay, hier war einer dieser Kelche. Beziehungsweise einer dieser Schädel, die anfangen zu bluten, wodurch dann ein Kelch an irgendeinem Statue-ähnlichem Ding. Au. Und ich springe da auch noch voll rein. An diesem Statue-ähnlichen Ding da, die Kelche dann sich mit Blut füllen. Toll. Und ich bleib auch noch schön stehen wie der letzte Vollpfosten. Oh, beide erwischt. Okay. Die Frage ist aber, wo ist denn der letzte Ort, wo ich so ein Kelch hätte? Oder Schädel, wie auch immer. Nicht, dass der letzte irgendwie versteckt ist oder so. Vor allem, was kriege ich dann überhaupt? Mondschattensee? Wundert mich immer noch, dass der Schädel hier rumliegt. Genauso wie bei dem ertrunkenen Krypta, da ist ja auch noch so ein Schädel am rumliegen. Als wenn der für irgendwas gut wäre. Ich dachte, der Raum wäre hier unten. Hm. Ich finde die Umgebung hier übrigens ziemlich nice. Weiß nicht warum. Hat was. Das ist die Bombe. Die brauche ich, glaube ich, überhaupt nicht mehr in diesem Raum. Ist der...
Weil der war tot, aber ist gleichzeitig irgendwie nicht gestorben. Das habe ich doch gerade richtig gesehen. Der war tot, oder? Au. Das habe ich doch gerade richtig gesehen gehabt, dass der gestorben ist. Warum war der nicht gestorben? Warum ist der nicht gestorben? Warum war der nicht gestorben, was? Verstehe ich nicht. Übrigens, wo ich schon bei sowas wie Palworld bin, Enshrouded ist ja auch scheinbar mittlerweile da, gut im Early Access. Aber scheint ja auch ganz gut angekommen zu sein bis jetzt. Was gut ist. Weil das ist auch so ein Spiel, was ich auf dem Radar habe. Ja, hier ist auch einer. Da haben wir zwei gefunden. Die ich mal irgendwann aktiviert habe. Du führst mich, keine Ahnung, wo genau jetzt hin. Ich weiß vor allen Dingen auch nicht, wo eigentlich der eine Raum gewesen war. Mit dem... dieser komischen Statue oder was weiß ich, was das genau gewesen war. Statue, Altar, Schrein, whatever. Such's dir aus, irgendeins dieser Wörter wird schon passen. Von mir aus kann ich auch noch ein paar andere Wörter aus dem Duden aussuchen. Heilinjektion. Oh, da oben ist was. Ein weiteres Ungeborenes. Okay. Für irgendwas werden die bestimmt auch schon toll sein, selbst wenn es einfach nur irgendein tolles Item ist. Wenn ich da sowas sehe, ne, dass da die Karte hier noch aufgedeckt werden kann, da denke ich halt immer, oh, da ist bestimmt noch irgendein Item am rumfliegen oder sonst was. Und in Wirklichkeit ist da einfach gar nichts. Ist halt nur einfach diese übergenaue Art und Weise, wie man die Karte quasi da aufdecken kann. Dass du dann halt überall diesen Nebel des Krieges... Und in anderen Spielen hättest du dann quasi einfach nur... Weiß ich nicht. So, jetzt bist du da hingesprungen und dann hast du... Ups. Und jetzt hast du quasi alles aufdecken können. Ja. In anderen Spielen ist es ja... mehr so, dass du eine Fläche hast, die aufgedeckt wird. Nee, unten. Ach, da ist auch wieder so eine Schnodderwand. Wow, ich bin nie so weit gegangen, dass ich die Tür sehen konnte. Echt jetzt? Noch ein Ungeborenes. Ah, das ist unter der Brücke. Passt schon. Passt schon, glaube ich. Okay.
Okay, gehen wir mal nach oben und dann weiter nach links. Irgendwo wird schon dieser verdammte Raum gewesen sein. Wobei, ich bin jetzt eigentlich fast überall schon gewesen. Ah, der wird wahrscheinlich da sein, oder? Wird er da sein? Kann sein. Gehen wir erstmal nach oben. Ich kann mich ja gerade irren, aber war hier nicht irgendwo eine Gegend gewesen, wo irgendwo eine Art Brücke oder sowas war? Und ich konnte aber die Brücke nicht betreten, weil da Dark Souls 1 mäßig die ganze Zeit irgendein Drache da sein Feuer am Spein war. War da nicht irgendwas? Eine Arena. Und der da hinten chillt einfach nur. Okay. Oh nee, nicht die Tante. Wie, einfach nur sie? Echt jetzt? Also sie alleine stellt keine Gefahr dar. Oh, hier war der letzte gewesen. Der letzte war versteckt? Du hattest drei von denen gehabt, die einfach irgendwo in der Gegend waren. Und der letzte von denen war versteckt? Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, das war jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so, ne? Dass der letzte, dass die ganzen anderen halt irgendwo in der Gegend rumstanden. Du musstest halt nur die Orte finden. Richtig? Das ist ja fies. Das ist ein Lift. Ich glaube, dann ist es der Raum da unten, oder? Na mal, dann mal gucken, was das ist, wenn das der Raum da unten vor allen Dingen war. Da wäre noch einer. Danke. Das wollte ich auch noch haben. Für die Erfrischung. Besser als Fisherman's Friends. Wait, ich leg mich da drauf? Warum? Ich mach mal eben ein Nickerchen auf dem Sack. Oh, guck mal, ich bin plötzlich woanders aufgewacht. Demi-Schattenerz. Und Mondpulver. Frostbomben. Der Riss des Blutes. Es heißt, dass der Riss des Blutes geschmiedet wurde, um das Blut seiner Opfer zu absorbieren und zu kristallisieren. Nachdem die Kämpfe der Generation Tausende von Menschenleben gefordert hatten, spaltete sich die äußere Hülle und enthüllte eine Klinge aus purem Schmerz. Die Legende besagt, dass der ätherische Orden seit langem versucht, die Macht der Klinge auf die Menschen zu übertragen. Es klingt gerade für mich, als hätte ich irgendeine Art von Superwaffe gefunden. Und Edelweißpastillen. Also, von dem ganzen Loot, den ich hier gerade kriegen konnte, waren nur dieses Demi-Schattenerz und die Waffe gut. Es
skaliert mit Stärke, Geschicklichkeit und Geist. Das meiste davon Geschicklichkeit. Führen Sie einen nach vorne gerichteten Schlag aus, der Säulen aus schädlichem Blut hervorruft. Okay. Ah, große Reichweite. Okay, die Frage ist aber, ist es gut oder ist es schlecht? Habe ich jetzt hier... Das ist jetzt nicht Rivers of Blood, oder? Elden Ring? Gibt's nicht in Elden Ring irgendwie so eine ähnliche Waffe? Habe ich hier gerade quasi Rivers of Blood gefunden? Ich glaube, in Elden Ring macht die jetzt nicht, glaube ich, so eine komische Blutwelle oder sowas in der Art. Oder Säulen, denke ich mir mal, aber... Ja, das hat auch irgendwas Blutiges an sich gehabt, soweit ich weiß. Ich glaube, das hat eine sehr hohe Blutungschance auch gehabt, ne? Und auch irgendeine komische Fähigkeit, die echt übel sein wohl soll. Okay. Ja, die Frage ist, wie nützlich das ist, weil ich finde, glaube ich, die Schattenflammen sind, glaube ich, ein bisschen besser. Vor allen Dingen, hätte ich überhaupt hier irgendwas Richtung Blut? Ah, okay, habe ich schon bereits, Blutschaden. Cool. Aber ich habe nichts in Richtung Schattenschaden, ne? Ne, physischen Schaden habe ich und ja, das da. Schattenschaden habe ich nicht, also würde ich jetzt sogar von mehr Schaden profitieren. Au. Okay, das war jetzt aber mein Schaden plus das Blut. Okay. Es sieht so ein bisschen so aus wie eine Waffe. Ja, wobei, die ist ja nicht stärker jetzt, ne? Ja, meine ist Level 7. Stimmt. Ja, mal gucken. Vielleicht upgrade ich die mal. Mal gucken. Okay, gut. Gehen wir jetzt nächstes hin. Gehen wir mal nach Hause. Laber mal kurz hier mit den NPCs, mal gucken, ob die irgendwas Neues sagen. My eyes upon you once more. Glaube, die sagen nichts Neues. Oh, how I wish to have another's arms around me once more. Our bodies as one with the music. Ja, ich habe bis jetzt leider keinen Tanzpartner gefunden. Sorry. Ah ja, den Bogen kann ich von der ja kaufen, stimmt. Oh Gott, das kostet 23.000? What? Was sieht doch nicht mal alle, oder? Oh, aber skaliert dann mit Geist bei A. Schweres Katana. Das ist ein Katana auch noch. Will ich Rivers of Blood haben? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, ich verbrauche mein Demi-Schatten-Erz gerade und das könnte ich auch genauso gut verwenden, um das hier zu verbessern. Wobei, komm, weißt du was? Ich mache einmal den hier, weil mehr geht eh nicht. Dann kann ich die Skalierung bei A haben. Bei Geist, wodurch das Ding, glaube ich, nochmal ordentlich mehr Damage machen sollte, bestimmt.
Und den Rest pumpe ich da mal rein. Was in dem Fall gerade mal nur 2 Punkte sind. Das war ja jetzt irgendwie sinnvoll, ne? Immerhin etwas. Haben wir nicht irgendwann noch eine Puppe gefunden? Ah ja, hier, klar. Geschenk für ein Kind. Wollte sie die Puppe? I have never felt so alone. Yet it is somewhat serene. Quiet. I am grateful for the silence. Was hast du da in deinem komischen Turban drin? Ein Ei? Okay, du willst nichts von mir wissen, gut. Nee, dann war das wohl das Mädel, glaube ich, im... Oh Gott. Wo war das jetzt? War das jetzt im... Erk-Herrenhaus oder war das irgendwo in Nifrangel? Uff, keine Ahnung mehr, du. I must confess. I sense you carry a heavy load of abominable nature. One for which many have perished. A mere taste of the power that shalt not be plundered without care. A taste that has already been savored by the one who bows only to the power he wields, tarnishing those whom he hunts. A forbidden, yet brilliant power. Unfathomable and unforgiving to even those who wield it. Oh, it always does the bidding of its master, wreaking devastation. Soon, it was lost. Its mind now its own. Unwittingly discarded in a gruesome battle between two self-proclaimed powers. Since then, it has laid in wait in the liturgical pass. Until now. Habe ich irgendwas besiegt im liturgischen Pass? Falls ja, habe ich keine Erinnerung mehr daran. Aber ihr kann ich Demi-Schattenerz kaufen, 3-mal, aber nur. Mal kurz rausgehen, dann wieder rein. Vielleicht ist da irgendwas passiert? Nee. Okay. Wir cross paths once more. To what do I owe the pleasure? Ja, keine Ahnung. Vielleicht sagst du ja was Tolles. Den Folianten von Eusage übergeben. Oh, der will den Folianten haben. Ah, yes. The text written in this tome is one of rare origin. There is more to find, but is far below the floors of a sacred place. A wet, dank chamber. Weit unter den Böden eines heiligen Ortes. With these pages, I will learn what I must to cross myself. The light of Ilaris will illuminate the path to salvation. Kosmisches Echo und Zauberspruch. Man flüstert von den Töchtern der Nachtflut und ihren Gebräuchen. Ein kleiner, gefrorener Kadaver, der mit Sternstaub durchtränkt ist. Es gibt nur noch wenige Zeugen, die von einer solchen Schöpfung berichten, die am Himmel entfesselt wurde. Nur die fähigsten Gelernten können die geheime Methode dieser Kombination entschlüsseln, die von denen, die ihre Macht fürchten, geächtet wird. Ein gesättigter Hunger. Schließe Aldrichs Aufgabe ab. Okay. Achso, ich habe da gerade explosive Katze gelesen, statt explosive Kerze. Beschwört ein Feld aus gefrierendem, schädlichen Sternenstaub. Falsche Taste.
Oh, ich habe diese Fähigkeit. Echt jetzt? Ich habe die Fähigkeit jetzt. Ja, ich nehme die Gatling rein, auch wenn ich die Gatling eigentlich nicht gebrauchen kann. Eigentlich. Kann man eigentlich die Fernkampfwaffen auch verbessern oder eher nicht so? Mal ganz kurz mal nachgucken, wenn ich schon hier bin. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet, ob man die Fernkampfwaffen auch upgraden kann. Nein, Waffe verbessern. Oh, tatsächlich, die kann man upgraden. Mondsilberstein wird benötigt. Ist das die Gatling? Ja, das ist die Gatling. Weißt du was? Mach ich mal eben. Ich benutze die zwar an sich eigentlich fast gar nicht. Die wird mir gerade echt teuer. Barsows Prototyp-Entwurf. Okay, da ist irgendwo anders noch so ein Prototyp-Gedönse. Oh, das brauche ich hier auch. Okay. Und ich schätze mal, ja, sie ist immer noch hier. We must be vigilant. Now that the denizen of the Frosted Fortress has been defeated, Ladakh will become even more dangerous. My faith is with you, Eric. You must continue yonder, for you have further to tread on your journey. Und der Weg ist inwiefern weit? Habe ich gerade die Hälfte des Spiels abgeschlossen oder was? Aber langsam kommt mir das Game wirklich vor, als würde ich hier irgendwie Elden Ring spielen. Elden Ring Last Faith Edition. Aber warte mal, dann kann ich ja die ganzen Markierungen da wegmachen. Weil wenn ich hier rausgehe, dann werde ich ja sowieso gleich auch bei den Ungeborenen nochmal vorbeigehen. Ja, oder beziehungsweise da bei der einen Tante, damit ich die hier abgeben kann. Dann sollte die eigentlich auch markiert sein. Okay. Wie viele fehlen noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, verdammt. 3, 6, 9, 10, 11, 12? Und ich krieg keine Zwischenbelohnung irgendwann mal, wie, wo, hä? Knausrige alte Tante. Achso, warte mal, die Markierung ist auch hier. Komischerweise. Warum ist da unten immer noch eine Tür? Ach so, das war die eine Tür, genau, wo ich gar nicht rein konnte. Stimmt. Jetzt kann ich aber dafür hier auch mal was gucken gehen. Stimmt. Ich habe jetzt halt so viele neue Wege, die ich gehen kann, weil ich halt Doppelsprung habe. Okay, dann klappern wir mal so ein bisschen wieder was ab, wa? Wenn ich die Orte finde, natürlich. Okay, hier haben wir einen. Der liturgische Pass, von dem die alte Tante gerade da gelabert hat, die an der Decke klebte. Ja, ich glaube, der Typ ist gestolpert, mit dem Gesicht vorangegangen und hat dann den Boden geknutscht, so wie das aussieht, wa? Ziemlich hart sogar. Getrocknete Leber eines Kalten. Was macht man mit dem Ding nochmal?
Diese mutierten Organe, die Währung der Verdorrten, sind nur selten zu bekommen. Nur wenige wissen von ihrer Existenz und ihrer korrumpierten arkanen Macht. Aber diejenigen, die sie kennen, werden nicht ruhen, bis sie sie in ihren Besitz gebracht haben. Einmal in Besitz genommen, können die Lebern den Träger mit den mächtigsten und verdrehtesten Zaubern ausstatten. Ich habe schon mal eine Leber, glaube ich, bekommen gehabt. Eine von Hexen verwendete Zutat. Wird das die eine Tante, die da an der Decke klebt haben? Ich glaube ja, wa? Die wirkt ja wie eine Hexe.